So, rein hier. War hier das Grab? Ja, hier war das Grab. Okay. Und offen. Die Knochen des armen Rages. Tja, da liegt er nun. Der Rage ist begraben. Was gibt's hier noch? Sein Kopf. Ne, sein Unterkiefer. Tragen wir jetzt mal so mit uns her. Die Anzahl der Zahnfüllungen und Fehlstellen weist darauf hin, dass dieser Kiefer keinem jungen Menschen gehört hat. Okay. Gut, jetzt müssen wir noch Wasser holen. Das gab's ja drüben in der Pflanze, die hier drüben war. So, gehen wir mal schnell rein da. Schade, dass sie das immer noch so... So, jetzt haben... Boah, wie geil das Wasser mal bitte aussieht. Voll klar. Schade, dass man das nicht so überspringen kann, diese Laufsequenzen. Das nervt mich ein bisschen an dem Spiel. Aber naja, man kann es halt nicht ändern. So, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Und werde dann mal ein bisschen Wasser über die... über die Batterie kippen. Ich glaube, dass ich das machen soll. Glaube zumindest. Hallo? So. Och, bitte lauf doch einmal schneller, Nicole. Einmal schneller laufen. Ganz alt super. Jetzt ist da wieder eine Spinne oder eine Schlange. Dann würde ich schreien. Während des Flugs wird sich die Batterie aufladen. Davon gehst du aus. Kann ich vielleicht... Nein, okay, gut. Das hab ich. Eigentlich habe ich doch jetzt alles, oder? Kann ich jetzt nicht einfach los? Lass mich bitte los. Ja, es geht. Ab nach Hause, würde ich sagen. Von Peru geht es zurück nach Hause. Nach New York. Und in New York ist es dunkel. Und wir sind wieder zurück im Büro des FBI. Und dann gehe ich doch gleich mal hin. So, hier hat sich immer noch nichts verändert. Die faulen Säcke haben nicht mal die Kisten ausgepackt, Alter. Ich werde sie schon 5 Tage oder was und immer noch keine Sau die Kisten ausgepackt. Furchtbar. Immer diese faulen Handwerker. Immer nur Kaffee trinken und pissen gehen und rauchen. Aber nie die Kisten auspacken. Schlimm. Hallo, Ruth. Hast du Nick in Peru getroffen? Hatte er denn vor, nach Peru zu kommen? Schwer zu sagen. Er hat deine Notiz gelesen und ist dann verschwunden. Heute hat er angerufen und wollte dich sprechen. Ich werde ihn später anrufen. Schätzchen, ein... Okay, gut. Sie will auch nichts mehr, dann gehen wir doch mal rein zu Chaser. Hallo, mein Freund. Du bist also doch geflogen. Hast du wenigstens was aufklären können? Ja. Alvarado hat mir erzählt, was wirklich bei dieser Expedition passiert ist. Ist das eine wichtige Spur? Ja, es ist etwas sehr Schlimmes vorgefallen. Was denn? Nach meinem Besuch hat jemand Alvarado ermordet. Du willst doch nicht etwa sagen, dass... Leider doch. Das war ein weiteres Verbrechen unseres Mörders. Ich weiß, es ist unglaublich. Und was ist mit Nick? War er mit dir zusammen? Nein, er hat das Flugzeug verpasst. Vielleicht mit Absicht? Ich musste dorthin fliegen. Erzähl, nur fasse dich kurz. Die Expedition fand einen Schatz. Er war der Grund für den Streit zwischen dem Professor und Warren. Warren und die anderen haben den Professor, seine Tochter und Rages den Indios überlassen. Ich habe diese verlorene Stadt erreicht.
Wirklich? Das ist ja unglaublich. In Selvers habe ich Rachels Grab gefunden, wie Alvarado behauptet hatte. Und was glaubst du? Es könnten genauso gut die sterblichen Überreste des Professors sein. Die Analyse des Kiefers, den ich mitgebracht habe, wird die Wahrheit ans Licht bringen. Der Tod Alvarados in derselben Nacht, in der du ihn besucht hast, scheint kein Zufall zu sein. Wie erklärst du dir das? Das kann ich nicht. Alvarado hat sich verbarrikadiert. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, ihn zu überzeugen, mich ins Haus zu lassen. Er hat die Tür erst dann aufgemacht, nachdem ich ihm meinen FBI-Ausweis gezeigt habe. Es hätte Warren oder Branford sein können. Wie klappt die Zusammenarbeit mit Nick? Wir haben nicht mal angefangen, richtig zusammenzuarbeiten. Genau darum geht es. Die Zeit läuft uns davon. Immer noch sterben Leute und wir wissen nicht warum. Ich mache, was ich kann. Und sogar noch mehr. Du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Ich spürte, dass ich dahin fahren musste. Und ich hatte recht. Ich befürchte, dass du den Mörder zu Alvarado geführt hast. Das ist nicht fair. Ich habe wirklich schwer gearbeitet. Und nicht dafür, dass ihn jemand erwischt. Aber Alvarado ist tot. Das ist eine Tatsache. Ich ziehe euch von diesem Fall ab. Ich werde mich ab jetzt persönlich darum kümmern. Und du bist suspendiert. Geben Sie mir noch 2 Tage, bitte. Ich fühle, dass ich nahe dran bin. Das kommt nicht in Frage. Heute Abend will ich den Bericht haben. Dann muss ich in die Bibliothek, um den Bericht abschließen zu können. Na dann los. Dein Urlaub ist vorbei. Ich habe in Peru keinen Urlaub gemacht. Ich habe schwer geschuftet, um die Ermittlung voranzubringen. Mir kommen gleich die Tränen. Du hast dich selbst für diesen Job entschieden. Ich will meine Suspendierung schriftlich haben. Natürlich. Natürlich. Ach ja, nichts kann man einem recht machen. Ist Nick im Kreis der Verdächtigen? Das kann ich nicht ausschließen. Aber wer wusste denn wirklich davon, dass wir da hinfahren? Nick wusste es. Ja. Aber es ist doch kein Zufall, oder was? Schätzchen, ein Ab... Okay, die Alte hat auch nichts mehr zu erzählen. Was können wir jetzt machen? Können wir den Bericht fertig schreiben? Nee, ich glaube nicht. Den müssen wir erst in die Bibliothek nochmal zurück. Oder können wir schon hier was im Labor anfangen? Können wir da rein, ja. Okay. Ach so, habe ich noch Wattestäbchen? Nee. Ich habe gar nichts mehr. Na gut, ich würde dann sagen, dann analysieren wir das nicht. Sondern dann fahren wir gleich zur Bibliothek und klären dort erstmal einiges. Ach ja. So, auf zur Bibliothek. Vielleicht ist die nette Dame ja wieder da, die uns beim letzten Mal ja auch so gut geholfen hat und so lange auf uns gewartet hat. Das war sehr nett von ihr, vielen Dank. So, Rainer. Ja, sie ist tatsächlich wieder da. Guten Tag. Sie sind es schon wieder, Nicole. Sie wundern sich bestimmt, mich wiederzusehen. Ja, aber ich freue mich, dass Sie es sind. Nach der Reise ist meine Nichte krank geworden. Womit kann ich Ihnen helfen? Es geht um Professor Dickinson. Gibt es hier irgendwo Informationen über ihn? Ja, ich kann mich erinnern. War das nicht diese tragische Expedition? Vor ein paar Tagen habe ich nach Informationen über diese Sache gesucht. Warum nicht gleich so? Genau. Ich bin nicht sicher, aber ich vermute, dass der Blattfresser einer von Ihnen ist. Blattfresser? Bücherwurm? Ja, dieser Vandale. Können Sie seinen Namen feststellen? Es ist sehr wichtig. Ich werde es versuchen. Okay. Was Dickinson angeht... Dickinson? Geht es um die Archive? Ich kann mich erinnern, dass seine Witwe die persönlichen Archive des Professors an seinen Assistenten übergeben hat. Warren? Möglich. Danke. Alles Gute. Ich muss gleich den Lesesaal schließen. Ich bin alleine hier. Okay.
Okay, dann nerv ich dir erstmal nicht mehr weiter. Können wir sonst noch irgendwas tun? Ich gehe erstmal wieder zum Regal da hinten, ob es noch irgendwas gibt. Gucken wir mal nach. Nein, es gibt nichts. Okay. Gehe ich nochmal hier rein. Mikrofilm, aber darum ging es eigentlich gerade gar nicht, ne? Nee, hier müssen wir nicht hin. War es das denn schon wieder, oder was? Kann ich wieder abhauen, oder was? Was soll das ganze Drama hier? SMS, ich habe die Teilnehmerliste der Expedition analysiert. Wir haben nichts über Rages. Rages? Schau dich im Haus des Maklers um. Ich habe den Eindruck, dass er dort viele Fotos hatte. Ich werde woanders suchen. Was hast du in Peru ermittelt? Okay. Dann geht's zum Haus des Maklers. Und was wir hier drin erleben werden, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Und ja, Haus des Maklers, ja. Und ob wir Nick oder so nochmal treffen werden, ich bin gespannt, aber ich schätze eher nicht. Und ja, bis dann sage ich dir erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen.